Oh, da werden wieder Steine liegen gelassen. Ah, man merkt, sie sind schon wieder fleißig beim Füllen. Also die Lager füllen, meine ich. Dann schnappe ich mir gerade mal einen von euch. Damit er da die beiden Ränder links und rechts füllen kann. So, wenn ich mir jetzt den... Oh, sind wir bei 49. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Steinchen. Ja, das Gute ist, bald können sie nicht mehr irgendwo vom Rand runterhüpfen, sondern müssen die Treppe nehmen, die sie zum Glück dieses Mal richtig machen. Na komm, sammle auch bitte den letzten Stein noch auf. Danke. Aber ja, damit kann man jetzt langsam mal zufrieden sein. Wir haben eine vernünftige Höhe an Mauer. Ich bin echt überrascht, dass sie es jetzt auf einmal wieder hinkriegen mit den Treppen. Ich soll es nur nicht verschreien, glaube ich. Oh, du bist fertig hier drüben, dann darfst du hier drüben weitermachen. Mal sehen, kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir. Sehr schön. Dann machen wir da drüben weiter. Hier brauchst du noch ein Stückchen. Ja, kommt, lauft auf den Abgrund zu. Oh, da haben sie sich jetzt endlich getrennt.
Wo willst denn du hin, Chippo? Es gibt keinen Weg mehr nach da unten, außer den direkten über die Treppe. So. Zwölf, das heißt, jeder kann noch einmal füllen. So, jetzt können wir kleiner und größer machen. Oh, und sie fangen wieder an. Mit den zwei Punkten und dem hier könnte das ein sehr komisch guckendes Smiley sein. Versuchen wir mal, sie so ein bisschen zu steuern. Während ich hier noch einen vierten Task. Kann ich dir noch eins verschieben? Sache. So. Ich glaube, das leitet sie einigermaßen auf den richtigen Weg, hoffe ich jedenfalls mal. Ah, wie sieht's hier aus? Wir können bald wa wahrscheinlich wieder umswitchen. Das wollte ich nicht. Ich wollte dich wieder in die Arbeit schicken.
da an die Arbeit, Doverleck. Na, drei Ebenen sind wir schon runter. Was da jetzt gerade passiert ist, fand ich auch sehr interessant, dass der wieder mit Stein zurückgelaufen ist. Da wir jetzt aber anfangen, voll zu sein. Also nee, sie haben keine Lust, irgendwie geordnet das Ganze zu füllen. Sie füllen es lieber wieder total kreuz und quer. Die machen es etwas ordentlicher. Aber naja. So, gehen wir wieder langsam so auf die 5000 runter. Muss mal kurz überlegen, wie viel ist so ein Ding gewesen? 1600. Weil das sind 10, sind 800 und 2 sind 1600. Das ist Doppelte. Ja. Gut, okay. Also eigentlich noch mehr als... Von 8000 bis 5000 sind es 3000 ungefähr. Das sind dann... Zwei so Dinger, ja.
Aber ja, sieht schon mal gut aus, die Arbeit, die sie hier geleistet haben. Man merkt, das Quarry-Tool ist wirklich eher für ein Quarry, also für einen Steinbruch dieser Bauart ausgelegt und nicht dafür, einen Berg abzutragen. Jedenfalls haben es die Entwickler nicht so konzipiert, so wie es aussieht. Was ich ein bisschen schade finde, weil das Terraform eigentlich um einiges eben einfacher macht. Bei einem flatten Task kann man zum Beispiel nicht sagen, ignoriere Stein. Brimstone und Eisen. Naja, wir kommen wenigstens voran hier. Haben wir noch genug Steine, bevor wir wieder umswitchen müssen. Wir haben sehr viel Holz, was dann für unsere weitere Bauvorhaben genutzt wird. Ja, wieder diese komische Nachtmusik. Wobei es zum Glück jetzt. Oh, es dämmert schon wieder. Sehr schön. Also da hinten sieht man schon die Morgendämmerung. Gut, gut, gut. Guti, guti. Ja, jetzt wird es aber mal wieder Zeit, einen Cut zu machen, also speichere ich. So. Save Override. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.